Rote Rosen-Vorschau Folge 3589. David bleibt ein letzter Versuch, um das richtige Passwort für sein Online-Konto einzugeben. Auf Franzes Abschiedsparty in der WG schlägt Kalles rosafarbene Federboa die Brücke zum Passwort. Aber dann erlebt David eine herbe Enttäuschung. Niki ist verletzt, als Finn sie vor seinem Vater Bernd verleugnet. Sie spekuliert, ob Bernd seinem Sohn gesteckt hat, dass sie trans ist. Doch sie liegt falsch und Finn entschuldigt sich für sein kränkendes Verhalten. Carla stellt sich stur und will Annette ihre Wohnung nicht vermieten. Dann bringt Sandra die beiden zusammen und sie können sich auf einen Deal einigen, Annette organisiert Carlas Umzug und Carla gibt Annette die Wohnung. Jakob lässt das Interview zwar in letzter Minute platzen, aber die Polizei ist ihm auf den Fersen. Amelie, Britta und Carla schaffen es nur knapp, Jakob mit Nikios Hilfe aus dem Hotel zu schaffen und ihm gelingt die Flucht aus Lüneburg. Als die Fährmannfrauen zum Verhör gebeten werden, können sie die Polizei überzeugen, die Ermittlungen einzustellen.